Dubai zeichnet sich durch seine hochmoderne Architektur, seinen opulenten Lebensstil und sein unermüdliches Streben nach Innovation vom Rest der Welt ab. Im heutigen Video sprechen wir über einige einzigartige Erlebnisse, die Sie nur in Dubai machen können. Erste weibliche Polizeibeamte. Dubai ist bekannt für seine innovativen Ansätze in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Strafverfolgung. In diesem Zusammenhang hat die Stadt ein rein weibliches SWAT-Team, Special Weapons and Tactics, innerhalb der Polizei von Dubai eingerichtet. Diese im Jahr 2021 gegründete Eliteeinheit besteht aus 38 hochqualifizierten Beamtinnen, die auf die Bewältigung kritischer und risikoreicher Situationen spezialisiert sind. Das rein weibliche SWAT-Team ist für die Bewältigung eines breiten Spektrums von Notfällen zuständig, darunter Geiselsituationen, Antiterroroperationen und andere komplexe Sicherheitsaufgaben. Diese bahnbrechende Initiative wirft nicht nur ein Schlaglicht auf die Gleichstellung der Geschlechter, sondern zeigt auch Dubais Engagement für die Förderung von Frauen in traditionell männerdominierten Bereichen. Das rein weibliche SWAT-Team ist eine Inspiration für Frauen in Dubai und darüber hinaus, da es ihre Fähigkeiten in der Strafverfolgung unter Beweis stellt, die körperliches Geschick, taktisches Wissen und Mut erfordern. Zweites Verbot kurzer Röcke. Die Kleiderordnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einschließlich Dubai, mag für den Rest der Welt ungewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel ist das Tragen von Miniröcken nicht erlaubt. In Dubai wird empfohlen, längere Röcke wie Midi- oder Maxi-Röcke zu tragen, die unter dem Knie enden, vor allem in traditionellen Gegenden. Diese Röcke sind für ihren fließenden und bescheidenen Stil bekannt, der mit den lokalen Bräuchen übereinstimmt. Miniröcke sind dagegen streng verboten, insbesondere auf Basaren und Märkten. Kurze Shorts trägt man am besten am Strand. Zu enge oder freizügige Kleidung kann als respektlos gegenüber den lokalen Traditionen angesehen werden. Wir empfehlen daher, für einen Besuch in Dubai eine bescheidene und kulturell angemessene Garderobe einzupacken. Dritter, die teuerste Eiscreme der Welt. Dubai ist eine Stadt, die für ihre extravaganten Essenspräsentationen bekannt ist, und eines der bemerkenswertesten Beispiele ist die Verwendung von essbarem Gold in verschiedenen Gerichten. Ein besonders faszinierendes Beispiel ist das berühmte goldene Eis, das im Scoopy Café serviert wird. Dieses luxuriöse Dessert wird in einer handgefertigten Versace-Schale mit einem goldenen Löffel serviert und verleiht dem Essenserlebnis einen Hauch von Opulenz. Was diese Leckerei wirklich einzigartig macht, ist die Verwendung von essbaren Goldflöcken, einem sorgfältig hergestellten Luxuselement. Interessanterweise ist essbares Gold eine sichere und konsumierbare Form von Blattgold, die in der gehobenen Gastronomie weltweit häufig verwendet wird. Mit einem Preis von etwa 3.000 Dirham, $816 oder €761, ist es das teuerste Eis der Welt. Vierter, Kayan Tower. Der Kayan Tower, früher bekannt als Infinity Tower, ist ein einzigartiger Wolkenkratzer im prestigeträchtigen Dubai Marina District in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Der von dem weltbekannten Architekturbüro Skidmore, Owings und Merrill entworfene Turm ist berühmt für sein innovatives und dynamisches Design, das ihn von anderen Wolkenkratzern weltweit unterscheidet. Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Kayan Towers ist seine spiralförmige Struktur, die sich in der Höhe dreht und so den Anschein einer charakteristischen Drehung erweckt. Diese Drehung dient sowohl ästhetischen als auch funktionalen Zwecken, denn sie trägt dazu bei, den solaren Wärmegewinn zu minimieren und bietet den Bewohnern einen Panoramablick auf den arabischen Golf und Palm Jumeirah. Der 306 Meter hohe Kayan Tower besteht aus 73 Stockwerken und ist in erster Linie ein Wohngebäude. Er bietet Luxuswohnungen, die für ihr modernes Design und ihre hochwertige Ausstattung bekannt sind. Den Bewohnern stehen eine Reihe von Einrichtungen zur Verfügung, darunter ein Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein Wellnessbereich. Der Kayan Tower hat zahlreiche Architekturpreise und Anerkennungen für seine innovative Technik und sein Design erhalten. Fünfter, klimatisierte Bushaltestellen. Dubai ist bekannt für seine Innovation und sein Engagement für den Komfort seiner Einwohner. Die klimatisierten Bushaltestellen in der ganzen Stadt sind ein gutes Beispiel dafür. Diese Bushaltestellen bieten eine Flucht vor der sengenden Wüstenhitze und machen die öffentlichen Verkehrsmittel zu einem komfortablen und angenehmen Erlebnis. Sie sind mit modernen Klimaanlagen ausgestattet, die den wartenden Fahrgästen kühle und erfrischende Luft bieten. Außerdem verfügen sie über Echtzeit-Informationsbildschirme und kostenlosen Wi-Fi-Zugang in den Sitzbereichen.
Die klimatisierten Bushaltestellen sind strategisch an wichtigen Orten in der Stadt platziert, darunter beliebte Touristenattraktionen, Einkaufsviertel und Wohngebiete. Sechste Nahrungsmittelhilfe für die Armen. Dubai ist bekannt für seinen Reichtum und Wohlstand, engagiert sich aber auch in der Philanthropie, um die Armut zu lindern und die Bedürftigen in der Gesellschaft zu unterstützen. Verschiedene philanthropische Organisationen und die Regierung in Dubai haben Programme und Initiativen ins Leben gerufen, die darauf abzielen, einkommensschwachen Personen und Familien Nahrungsmittelhilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Im Jahr 2017 wurde die Dubai Food Bank als Teil der globalen Initiativen von Mohammed bin Rashid Al Maktoum gegründet. Dieses Programm sammelt überschüssige Lebensmittel von Hotels, Restaurants, Supermärkten und Privatpersonen und verteilt sie an Bedürftige. Die Dubai Food Bank spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Lebensmittelverschwendung und bei der Bekämpfung von Hunger und Ernährungsunsicherheit in der Stadt. Das Jahr des Gebens, Year of Giving, in den Vereinigten Arabischen Emiraten legt den Schwerpunkt auf Philanthropie und humanitäre Bemühungen und ermutigt Einzelpersonen und Organisationen, zu wohltätigen Zwecken beizutragen, einschließlich der Bereitstellung von Lebensmitteln für die weniger Glücklichen. Vor allem während des heiligen Monats Ramadan unterstützt Dubai Arbeiter und Bedürftige, indem es ihnen beim Fastenbrechen hilft. Verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeindegruppen in Dubai beteiligen sich aktiv an Lebensmittelsammelaktionen, Lebensmittelverteilungen und Lebensmittelgutscheinprogrammen, um einkommensschwache Familien und Einzelpersonen zu unterstützen. Siebter Polizeiethos: Wenn es um die Zurschaustellung von Reichtum geht, macht es niemand besser als Dubai. Die Polizeikräfte der Stadt bilden da keine Ausnahme. In einer Stadt, die für ihren Luxus und ihre Opulenz bekannt ist, ist es keine Überraschung, dass die Polizei einige der luxuriösesten Autos der Welt benutzt, darunter Lamborghini, Ferrari und Bugatti Veyron. Im Dezember 2013 wurde ein McLaren und 2014 ein Bugatti Veyron in die Polizeiflotte aufgenommen. Der Lamborghini Aventador wird von einem 691 PS starken V12-Motor angetrieben und beschleunigt in weniger als 3 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde. Die Polizei in Dubai ist wirklich eine der glücklichsten der Welt, finden Sie nicht auch? Wir haben einige interessante Fakten über Dubai zusammengetragen, das auf der arabischen Halbinsel liegt und in letzter Zeit wegen seiner Pracht und seines Luxus immer beliebter wird. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie über Dubai zu sagen haben.